Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Schminki für dich, wie man sehen kann, aufgrund der ungeschminkten Tatsachen hier. Und zwar geht es um ein Full Face mit Nabla Cosmetics. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Einen Teil habe ich mir selber gekauft, einen Teil habe ich zugeschickt bekommen. Zum Beispiel auch die Mascara, die neue Vicious Mascara. Genau, von Cosmetic for Less. Ich packe euch auch mal alle Links dazu unten in die Infobox. Das sind teilweise, bei Cosmetic for Less müssten es tatsächlich sogar alles Affiliate-Links sein. Das heißt, ich verdiene eine kleine Provision daran. Cosmetic for Less ist ja per se auch sehr, sehr günstig. Ne? Da bekommst du ja alles Mögliche. Du bekommst da noch Limited Editions, Ewigkeiten lang. Du bekommst da Produkte, die von Catrice und Essence zum Beispiel aus dem Sortiment genommen wurden. Auch richtig, richtig lange. Du hast da eine riesengroße Auswahl. Also kann ich voll empfehlen und ich freue mich mega, dass jetzt die Kooperation zustande gekommen ist. Also richtig geil. Ich habe, wie gesagt, hier einiges liegen. Ich weiß nicht, ob ich die Foundation und den Concealer in der richtigen Farbe bestellt habe, aber ihr kennt das von mir. Es ist immer so eine Sache mit mir und den Farbshades. Ne? Okay, aber ich möchte starten, weil mein Gesicht ist kurz trocken tatsächlich, mit einem Primer. Ich habe mir irgendwie von Nabla keinen Primer bestellt und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, haben die einen Primer? Weiß ich nicht. Ich nehme jetzt hier von Essence den Hydrating and Perfecting Primer. Der ist mit Lichtschutzfaktor 20, kommt in so einer kleinen Pipettengeschichte und den habe ich schon eine Weile da. Ich glaube, den habe ich mir im Black Friday bestellt bei Cosmetic for Less, das weiß ich gar nicht. Man soll den auf jeden Fall gut vorher schütteln, weil der auch sehr, sehr flüssig ist. Sammy möchte irgendwie nicht mehr auf seine Decke. Möchtest du jetzt da liegen? Gleich liegst du wieder unter meinen Stuhl und da musst du aufpassen, dass Frauchen dir nicht über die Fussis fährt. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Ne? Also der kommt dickflüssiger raus, als man vermuten würde. Der tropft auch eher, also ne, so grob auf die Finger, als dass er fließen würde. Das ist sehr, sehr interessant. Und wir waren eben spazieren. Ich habe mein Gesicht gewaschen. Genau, ich brauche ganz viel Feuchtigkeit, also ich weiß gar nicht, woher ich den ganzen Glow nehmen soll. Ich glaube, ich packe mir eine ganze Flasche Primer aufs Gesicht. Nein, besser nicht, ne? Das zieht halt richtig schnell jetzt gerade in meine Haut ein. Bäm, ne? Also das ist so einmal eingezogen. Das war kein einziges Geräusch. Egal. Man sagt aber auch, dass man Feuchtigkeit auch von innen schaffen soll. Deswegen habe ich mir natürlich auch was zu trinken hingestellt. Passenderweise kam heute ein Paket bei mir an. Und zwar von der Firma Waterdrop. Da habe ich euch ja auch schon den Adventskalender gezeigt und da habe ich ein bisschen was zugeschickt bekommen. Auch da habe ich einen Code, Claudi5, ne? Ab 25 Euro Mindestbestellwert. Sparst du da 5 Euro, Rabatt, genau. Und ich habe jetzt hier einfach Wasser reingemacht in die Flasche. Und das ist jetzt einfach für Micro Drink. Und ich denke mir, ich möchte Glow haben, also nehme ich die Glow Drops. Und ich bin tatsächlich auch ich brauche eigentlich in meinem Wasser nur so minimal Geschmack drin haben. Deswegen reicht mir auch ein so ein Ding auf meine ganze Flasche. Und dann hoffen wir mal, und ihr könnt das ja auch mitverfolgen, dass ich am Ende des Videos das ganze Ding hier leer getrunken habe. Jetzt muss erstmal natürlich das Blubbelding hier durchziehen. Ich finde, das sieht so schön aus, ne? Nur mal by the way. Ich lieb's. Okay, kommt jetzt erstmal kurz zur Seite, damit es halt, wie gesagt, sich auflösen kann. Und dann ist mein Plan, das ganze Video lang dieses Getränk zu trinken und es komplett zu leeren. Und am Ende hoffe ich, dass es mir auch Glow gibt. Nein, man soll ja irgendwie 2 Liter Wasser oder sowas pro Tag trinken. Ich komme da nicht so ganz drauf. Nee, im Leben nicht. Und deswegen muss ich da einfach mit so ein paar Sachen auch nachhelfen, dass ich mir auch mal so einen Tee mache. Micro-Tee habe ich übrigens auch von Waterdrop bekommen. Da muss ich die Tage mich auch mal dran testen, aber ich habe das heute erst bekommen. Genau, so, Nabla. Da habe ich mir geholt die Close-Up Futuristic Foundation in der Farbe L20 Light. Ich weiß nicht, ob es eine Farbe heller noch mehr bei mir getan hätte. Oder vielleicht passt die auch richtig gut. Wir müssen mal gucken. Die kommt in so einem... Ich schüttel das erstmal, oder? Ja. Ich glaub, schütteln kommt da ganz gut. Denn die kommt in so einer ganz merkwürdigen Verpackung. Also so eine Foundation habe ich noch nie gesehen. Das ist halt eckig und hier oben hast du so ein Rausdrückvieh. Ich hatte hier so ein Tellerchen. Sammy, wo habe ich den Teller? Jetzt liegst du unter meinem Stuhl, Maus. Ich muss nach hinten rollen. Ich muss zu meinem Tellerchen. Sammy.
In der My Little Box hatte ich ja dieses Sonne, Mond und Sterne Gedönsen. Und da mache ich mir jetzt einfach mal ein bisschen was von der Foundation rein. Drauf, wie auch immer. Okay. Jetzt wirklich nur so ein bisschen erstmal genommen. Das ist recht dickflüssig. Interessant. Okay. Leni Brush Pinsel habe ich hier in meinem Pinselköcherchen. Und dann nehme ich mir den LBF 14 Foundation Buffer. Und guck mal. Ah, es ist minimal gelb, ne? Also mit dem Pinsel eingearbeitet gefällt mir die Foundation gar nicht. Ich gehe jetzt mit einem Schwämmchen drüber. Das ist ein angefeuchtetes Real Techniques Schwämmchen. Also die Foundation ist jetzt nicht so optimal, muss ich gestehen. Die setzt sich sehr, sehr unschön auf meiner Nase ab. Das können wir uns gleich auch aus der Nähe mal angucken. Sie macht kein Glow, kein nichts, ne? Also ich kann ja mal gucken, ob ich für Glow-Nachschub sorgen kann, aber ich glaube eher weniger. Nee. Naja, aber irgendwie... Also, ich bin ja keine 20 mehr. Heißt, ich habe natürlich auch die ein oder andere Falte. Was jetzt nicht schlimm ist, ne? Ich mag meine Falten. Vor allem, weil ich ja weiß, woher sie kommen. Hier kommen sie vom Lachen, hier auch. Und ja, also... ich habe trockene Haut. Das sieht man hierdurch nochmal extrem betont. Ich finde, dass meine Unreinheiten durch die Foundation auch nicht wirklich abgedeckt werden, sondern eher betont werden. Ich finde, dass auch meine Nase echt nicht schön aussieht. Also, die sieht irgendwie so. Es setzt sich halt drauf, ne? Ich muss gucken, wie sich das auch nachher mit dem Puder verhält und wenn dann Concealer mit dabei ist und so weiter. Aber so in einer Schicht aufgetragen gefällt mir die Foundation überhaupt nicht. Schau mal, ob der Concealer halt da mehr retten kann. Ich weiß es nicht. Das ist der Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Habe ich in der Farbe Light Ivory. Da schwärmen so viele von. Dann muss der doch was sein, oder? Der hat auch so ein fettes Füßchen mit dabei. Und was für ein Füßchen ist das bitte? Ich tape mir den so ein bisschen hier hin. Ich möchte eigentlich nicht so gerne ultra viel Concealer verwenden. Abgesehen von meinen Unreinheiten, da muss ich safe einiges verwenden. Den arbeite ich mir jetzt mit dem Schwämmchen ein. Okay, es besteht Hoffnung für die Base. Der Concealer ist nice. Ne? Wow, krass. Okay, der Concealer ist wirklich krass. Das finde ich heftig. Der hat hier auch richtig schön was abgedeckt. Den mag ich. Also man muss den halt wirklich super schnell einarbeiten, weil das, was ich gerade gemerkt habe, ist, dass der halt auch echt schnell anzieht. Das heißt, ich hatte hier auch so Punkte unter den Augen. Ich hoffe, ich habe die weitestgehend wegbekommen, da wo ich eben den Concealer hingepunktet habe. Ja, schon krass. Also das habe ich noch nie bei einem Concealer so gesehen. Ich mache mir jetzt schnell eine Lidschattenbase drauf. Da habe ich den Eye Primer von Essence, You Better Work. Das ist so aktuell mein Go-To Eye Primer, Lidschattenprimer, bla. Jetzt kommt Setting Spray drauf. Da habe ich von Catrice das Shake Fix Glow Spray. Das springt einen an. Da muss man vorsichtig sein, aber auch das gibt mir Glow. Okay, das Setting Spray, Fixing Spray, brennt ein bisschen auf meinen Augen. Au. Ananas ist damit bei. Mentor. Kommen wir nun zum Puder. Und das hier soll ein mega geiles Produkt sein. Das ist das Close-Up Smoothing Pressed Powder in der Farbe Light. Und das soll halt richtig, richtig gut sein. Ein schönes Dupe vielleicht sogar zu dem von Charlotte Tilbury. Da müssen wir halt echt mal gucken, ne? Hat einen Spiegel mit dabei. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ist schon cool. Und da gehe ich jetzt erst mit meinem Schwämmchen rein, um halt meinen Concealer unter den Augen zu setten. Und presst das halt so richtig über den Concealer. Also meine Augenpartie geht aktuell gar nicht. Ich weiß nicht. Dadurch, dass der Concealer halt auch so deckend ist, ist er dann auch ziemlich austrocknend. Und ich merke gerade, wie meine Augenpartie richtig crusty wird. Das ist sehr unangenehm. Aber da kann der Concealer, glaube ich, nicht so viel für. Das ist einfach das aktuelle Unwohlbefinden meiner Haut, ne? Ja, jetzt nehme ich mir den Tapered Powder LBF 12 von Leni Brush.
und pudere mein komplettes Gesicht einmal ab. Ja, man sieht, dass das Puder auch eine ganz, ganz leichte Färbung hat. Also, dass es jetzt nicht irgendwie weiß oder so ist, sondern dass es schon mein Gesicht gibt so einen leichten Ocker-Touch. Nein, nicht Ocker. Das ist das beige, ne? Hellbeige. Aber ich sehe nicht so gelb aus, wie ich am Anfang befürchtet habe, weil ich dachte erst, die Foundation wäre mir zu dunkel. Nein, nein, das sieht alles sehr passend farblich aus, ne? Das mag ich wohl. Ja, auch das Puder macht einen guten Eindruck, macht einen schönen Effekt auf der Haut, weil alles so weich gezeichnet aussieht. Das gefällt mir, das mag ich. Jetzt kommen wir zu den spektakulären Produkten, nämlich Blush, Bronzer und Highlighter. Und da hat Nabla so wunderschöne Produkte rausgebracht. Das ist einmal der Skin Bronzing in der Farbe Ambra. Und die haben so eine schöne Textur. Also Wahnsinn. So ganz leicht und lieb und nett und vorsichtig. Weißt du, so fühlt sich das an. Finde ich sehr charmant, auch sehr angenehm auf der Haut. Hat auch einen ganz, ganz, ganz leichten Glow. Also ein Hint of Tint, würde ich fast schon dazu sagen. Dann nehme ich jetzt auch wieder diesen Pinsel von Grade und wärme mein Gesicht so ein bisschen auf. Boah, das ist eine schöne Farbe. Die werdet ihr jetzt wahrscheinlich in den ersten ein, zwei Schichten auch gar nicht so unbedingt auf meinem Gesicht sehen. Aber ich sehe es hier und das ist für mich eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Farbe. Schöne Alltagsfarbe. Aber für die Kamera baue ich den gerne noch ein wenig mehr auf. Oh, ist das schön. Boah. Und lässt sich toll ausblenden. Krass. Das sieht aus, als wäre das mein Gesicht. Mega, oder? Doch, also das sieht so natürlich aus. Also ganz, ganz klasse. Das ist echt hübsch. Mag ich, doch. Und dieses Natürliche passt dann natürlich auch, natürlich passt das Natürliche, zu der relativ natürlichen Base. Ja, finde ich gut. Dann kommen wir zu dem Blush. Da habe ich mir den Skin Glazing in der Farbe Lola geholt. Das ist dieses Schätzchen. Auch der hat so einen schönen Schimmer mit drin. Auf der Homepage sah das deutlich schimmernder aus, als er mir jetzt so im realen Leben erscheint. Der hat schon Bewegung mit drin. Wirkt auch wieder sehr, sehr nass im Swatch. Wie so ein Lipgloss, würde ich fast schon dazu sagen. Ist krass. Da nehme ich jetzt von Lini Brush den LBF 11, den Angel Cheek. Und setze mir den auf meine Cheeks. Schön. Sehr schön frisch. Ich hatte erst befürchtet, dass er mir zu dezent sein würde, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich auch die Farbe Lola bestellt, die recht stark aussah auf dem Bild bei Cosmetic for Less. Aber das sieht gut aus. Hm. Oder? Ich mag das. Das hat so auch noch einen Highlight-Effekt mit drin. Klar, wir geben gleich auch noch einen Highlighter drüber, aber das sieht ganz, ganz schön aus. Ganz frisch. Und weiß ich nicht, mit Bewegung und allem Pipapo, so wie ich einen Blush halt auch wirklich gerne mag, ne? Der sieht nicht fleckig aus, der ließ sich gerade super einfach auftragen und ausblenden. Boah, und ich habe frische Wangen. Als hätte ich ganz, ganz viel Wasser getrunken. Und wäre stundenlang mit Sammy spazieren gewesen. Sammy wirkt auch, als wären wir stundenlang spazieren gewesen, ne? Das mag ich leiden, Leute. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Skin Glazing Produkt. Und zwar ist das die Farbe Ozone. Das ist ein Highlighter. Der hat so einen leichten, kühlen Rosé-Stich mit drin, würde ich sagen. Aber es ist nice. Oh Gott. Da sehe ich keinen Glitzer. Ich sehe da kein grobes Gedönsen. Boah, und es ist wie nass auf der Haut hier. Man sieht es kaum, ne? Boah, und tolle Farbe. So, Highlighterpinsel, wo bist du? Lini Brush, das hier ist der Tapered Highlighter LBF 10. Und auch wenn man eigentlich aufgrund der sowieso schon sehr hellen, sehr shimmerigen, wow, wow, ich wollte Glow, ich kriege Glow, Hammer, ich kann gar nicht mehr reden, Blush- und Bronzer-Geschichte, eigentlich nicht mehr bräuchte, aber jetzt habe ich ihn drauf. Gott, ist das schön. Das
wie ein Glazed Donut, ne? Als wäre ich glasiert, wie der Name ja schon sagt. Dafür ist er ja da, ne? Dieser Glow und dieses gesunde Hautbild, das mag ich. Mega schöner Highlighter. Boah, mega. Augenbrauen, klar, habe ich ja auch noch, den habe ich mir auch in der Black Friday Geschichte, glaube ich, geholt. Brow Divine in der Farbe Venus von Nabla. Das ist eine super geile Farbe. Also der passt super bei mir, ne? Und hat ein ganz, ganz dünnes Mähnchen zum Hochdrehen. Das ist sehr, sehr fein, da kannst du schön mit malen. Und der kommt jetzt auf die Augenbrauen. Mit Spoolie natürlich auch noch mit dabei. Der Stift ist jetzt nicht super weich, der gibt auch nicht extrem viel Farbe ab. Also du musst da schon ein paar Mal öfters drüber gehen, wenn du das etwas pigmentierter haben möchtest. Aber der macht ein richtig schönes Ergebnis, matcht extrem gut mit meinen Augenbrauenhärchen, mit den Paaren, die ich nun mal habe. Und das gefällt mir, das ist echt schön. Fixieren wir die Augenbrauen mit Eyed Revolution Tasty Avocado. Das ist ein Brow Gel mit Avocado. Mit einem kleinen Spoolie. Ist auf jeden Fall eine nice Geschichte, ne? Ja, hält an Ort und Stelle. Und jetzt kommen wir zu der Lidschattenpalette. Und die habe ich, glaube ich, noch gar nicht auf meinem Kanal in Einsatz gezeigt. Und zwar die Nabla Dreamy. Ja, das ist die hier, ne? Das ist die ganz klassische. Und die hat halt wirklich von der Farbkonstellation her sehr alltagstaugliche Töne hier drin. Also da kannst du auch sehr schnelle Looks mit schminken. Sehr simple Looks, aber auch sehr romantische Looks. Man kann da auch, wenn man sich an der hintersten Spalte aufhält, sehr dunkle Abendlooks schminken. Also ja, da spielen wir jetzt mal ein bisschen mit rum und zaubern mal einen romantischen Look, würde ich sagen, oder? Ich habe meine Lider ja eben schon gesettet mit dem Puder, da bin ich drüber gegangen. Und jetzt habe ich hier den LBF 19 Concealer Buffer aus dem Leni Brush Pinsel Set und gehe in die Farbe Lullaby. Das ist so ein Taubton. Tatsächlich mache ich das auch mit diesem fetten Pinsel und gebe mir das so grob hier oben hin, also ein bisschen höher als mein Knochen quasi, ne? Weil das ist dann jetzt so meine Lidfalte, die ich mir erstmal bauen muss, weil mit einem Schlupflid muss man sich sowas erstmal basteln. Das hat man dann nicht so von Natur aus gegeben. Als nächstes nehme ich mir diesen Petite Crease Brush, die LBE 13, und gehe in den Farbton Senorita. So viele matte Töne haben wir in dieser Palette gar nicht. Das heißt, da ist man ja, von der Auswahl der matten Töne her relativ beschränkt, was ich nicht schlimm finde. Ich bin ja eher ein Fan von Schimmertönen. Genau, und den Ton setze ich hier außen an und blende den vorsichtig in die Lidfalte rein. So ein bisschen an dem Knochen entlang bei mir, ne? Dann habe ich nämlich so eine etwas hochgesetzte Lidfalte. Dann nehme ich mir den Ton Vanitas. Das ist dieser, ich liebe diesen Ton, Orange mit Goldschimmer. Und den nehme ich dir mit dem Finger auf. Nö, dann nehme ich hier den hier. Den Flat Shader LBE 07. Das ist der hier. Den setze ich mir wirklich auf mein Zentrum. Ich liebe diesen Ton. Den kannst du immer tragen. Ich setze den mit dem Finger drauf, weil dann ist der nochmal intensiver. Ja. Und dann nehme ich mir auch direkt mit dem kleinen Finger ein bisschen was von diesem Rose Gold auf. Und den setze ich mir nach außen auf mein äußeres Drittel. Sehr dezent, aber sehr schön. Blende ich mir noch ein bisschen ein mit dem Crease-Pinsel von eben. Gibt noch ein bisschen mehr Tiefe ins Auge. Dann nehme ich mir den Tapered Smudger, die LBE 09. Das ist so ein ganz, ganz feiner Point Brush. Und damit mache ich mir jetzt das Inner Corner Highlight. Dann nehme ich die Farbe Immaculate. Das ist dieser Ton. Der kommt hier in den Innenwinkel. Da war Augenspuck. Und wird auch noch auf das Lid geblendet, damit man so einen soften Übergang hat. Es schimmert auch so gold, ne?
Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so ein helles Häutchen ist wie ich, damit das nicht zu dunkel tatsächlich aussieht, ne? Und an den unteren Wimpernkranz gebe ich mir hier den Ton Illusion. Auch wieder mit diesem Point Brush. Worauf ich jetzt tatsächlich auch noch richtig Bock habe, ist erstmal ein Augenbrauen-Highlight, was ich gerade sehe. So. Und natürlich habe ich Bock auf sowas wie einen Eyeliner. Aber nur so angedeutet, ne? Und deswegen nehme ich mir hier den Ton Dogma. Das ist dieses dunkle Braun hier. Und damit ziehe ich mir mit diesem Pinsel so eine Art Eyeliner. Sieht das kacke aus? Ja. Ich nehme jetzt so einen Eyeliner-Pinsel. Das ist jetzt aus einem Pinselset von BH Cosmetics. Und dann kommt das ganz nah an den Wimpernkranz. Aber den ziehe ich, glaube ich, nur bis zur Hälfte. Und dann bastel ich mir sowas wie ein Wing dahin. Sieht meistens dann auch sehr, sehr soft aus, wenn man sowas einfach mit Lidschatten macht. Und mir gefällt das. Du hast zum einen so eine Wimpernkranzverdichtung und zum anderen noch so einen kleinen Mini-Wing. Und ich gebe mir das auch noch ein ganz kleines bisschen an den unteren Wimpernkranz. Jo, mag ich auf jeden Fall. Ich finde das auch wirklich romantisch, ne? Ich mag das. Und jetzt möchte ich gerne natürlich meine Augen noch ein bisschen intensiver, charmanter betonen und größer wirken lassen. Da helfen zwei Sachen. Natürlich gleich die Mascara, aber zuallererst nehme ich hier von Nabla auch so ein Magic Pencil, heißt der tatsächlich. Genau, in der Farbe Nude. Das ist für die Wasserlinie. Und den gebe ich mir dann innen auf meine untere Wasserlinie und auch auf meine obere Wasserlinie. Jetzt kommen wir zu dem Herzstück, zu dem zweiten Herzstück nach dieser wundervollen Lidschattenpalette. Und zwar zu der Nabla Vicious Volume and Definition Mascara. Bäm. Da sind 10 Milliliter drin. Das ist für eine Mascara echt viel. Und die soll halt extrem heftige Wimpern machen. Ja, ich bin Wimpern erprobt, Leute, ihr wisst das. Die Verpackung dieser Mascara ist so geil. Das ist einfach hier so ein Puma? Ist das ein Puma? Das schwarze Tier? Ja, ne? Das ist ein Puma mit diesen Swarovskis Kristallaugen. Mega. Es ist ein schweres Produkt. Also es fühlt sich sehr, sehr wertig in der Hand an. Es ist mega geil. Also die Verpackung, da bin ich jetzt schon direkt. Ich bin geopfert. Nein. Dem Ding verfallen. Das ist so schön. Das fällt einfach überall auf, wenn du es in deiner Schminksammlung hast. Und das ist vor allem auch einfach praktisch, ne? Weil du kannst dann diesen Puma anstoßen und drehen. Ach, das ist schön. Okay. Was für ein witziges, winzig kleines Bürstchen bist du denn? Okay, es ist ein Gummibürstchen, was so klein ist, dass man da sehr präzise mitarbeiten kann. Aber ist das klein? Okay, süß. Sehr süß. Riecht angenehm. Also, ne? Riecht sogar für eine Mascara riecht das sehr angenehm. So klein aus. Ich meine, guckt euch das an, ne? Ich habe Wimpern, ach Quatsch, Mascara-Dinger, da sind die Bürstchen. Ich komme gar nicht klar auf dieses Ding. Da sind die Bürstchen größer als meine Augen. Es ist echt Wahnsinn. Ich muss aber zuallererst Setting Spray verwenden und ich muss auch meine Wimpern gleich mal kurz biegen. Dann gucken wir mal, ob die Mascara ihren Preis wert ist, denn der Preis ist bei diesem Produkt ja ganz schön heiß. Oh Gott, wie schlecht war das bitte? Okay. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist wirklich wild, denn auf dieser Seite gefällt sie mir enorm gut. Also da ist die auch richtig abgegangen wie ein Zäpfchen, hat mir die Wimpern getrennt, verlängert und so weiter. Diese Seite hat ziemlich geklumpt. Ich bin ehrlich. Ne? Ich muss, auch wenn es eine Kooperation ist, muss ich hier meine ehrliche Meinung sagen. Ich finde sie cool. Ich finde das Bürstchen schwierig. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen mit der zusammen eingrooven. Aber das hatte ich ja auch schon bei anderen Mascaren, wie zum Beispiel L'Oreal Air Volume. Ne? Da hat es auch anfangs nicht so ganz bei uns beiden harmoniert, um das mal so zu sagen. Und am Ende muss ich sagen, ist sie eine meiner Lieblingsmascaren. Hier macht sie einen wirklich tollen ersten Eindruck. Genau, also hier habe ich ja dieses Auge auch für mich als ersten Eindruck immer gehabt, weil ich fange immer auf der Seite an, dann kommt das Auge und so weiter. Und da hat sie mich von Anfang an schon überzeugt, weil halt direkt Boom, Farbe, Volumen da war und ja, hat mir halt auch echt gut gefallen.
Und hier hat sie dann so ein bisschen angefangen zu krümeln. Aber ich denke, dass es halt daran liegt, dass da noch so viel Produkt hier drin ist, dass die erstmal sich auch eingrooven muss. Aber vom Ergebnis her kann man sich null beschweren. Ne? Also wir reden hier von einer Mascara, Leute. Das sind jetzt keine künstlichen Wimpern und das finde ich umwerfend. Tolles Ergebnis, gefällt mir. Kommen wir zu den Lippen. Genau, da habe ich mir zwei Lip Liner gekauft, beziehungsweise waren die... Habe ich mir die gekauft oder wurden mir die geschickt? Das weiß ich gerade gar nicht. Die Nude 1 und die Nude 4 von Nabla habe ich mir bestellt. Sehen jetzt auch gar nicht so mega unterschiedlich aus, aber auf den Bildern im Internet sahen die sehr unterschiedlich aus. Ja, genau. Da ist auch ein Unterschied, ne? Die Nude 1 ist auch wirklich heller als Nude 4. Viel nudiger. Okay, und dann habe ich mir noch einen Lippenstift ausgesucht. Da gucken wir mal, welche Farbe da jetzt besser zu passt. Elusive habe ich mir bestellt. Tolles Packaging, ne? Da hast du so Blätter drauf. Also das Nabla, du merkst halt schon, dass es alles ein bisschen hochwertiger ist, muss ich gestehen. Das ist ein schöner Nude-Ton. Boah, der riecht auch super angenehm. Hat so eine leichte, ne? Dass man damit besser über die Lippen gleiten kann, so eine abgeknickte Form, sage ich mal dazu. Sieht sehr, sehr matt aus. Ist rötlicher als beide Lip Liner. Ich glaube, ich nehme den dunkleren. Also Nude 4. Recht cremig im Auftrag. Sehr, sehr angenehm. Und eine tolle Farbe. Oh. Harmoniert das mit den Augen? Geht so. Aber ich mag die Farbe. Mhm. Jetzt kommt der Lippi drüber. Ui, der ist echt furztrocken. Aber was eine Farbe, oder? Das gefällt mir. Das passt jetzt auch zum Augenlook. Ja, vom Tragegefühl her muss ich aber sagen, also es fühlt sich nicht so an, als hätte ich was auf den Lippen. Und die Backen auch nicht zusammen oder so. Aber so matte Sachen, das ist eigentlich immer schwierig, finde ich. Obwohl der jetzt nicht dieses Gefühl hat oder mir das Gefühl gibt, als würde er meine Lippen austrocknen. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Und ja, jetzt habt ihr von Nam nochmal den fertigen Look, wie er in komplett aussieht. Und jetzt nochmal aus sicherer Entfernung. Doch, also mir gefällt's, ne? Also ich finde, dass der Look schön geworden ist. Er ist harmonisch geworden. Er ist für mich absolut tragbar im Alltag, naja, wenn ich die Zeit dafür hätte, ne? aber halt, wenn ich ganz normal mich schminke, um rauszugehen, wenn man theoretisch einfach ein Date mit dem Freund hat oder so, kann ich mir das definitiv vorstellen. Das ist eine schöne Geschichte und ich finde, dass ich schon Bavavoom-Lashes jetzt habe. Das gefällt mir. Mir gefällt dieser Glow, mir gefällt dieses Zusammenspiel und mir gefällt dieses Gefühl, was ich jetzt habe, nämlich das Gefühl, schön zu sein, denn irgendwie diese Produkte, ich weiß nicht warum, aber Nabla gibt mir dieses Gefühl von ein Hauch von Luxus, ein Hauch von, weiß ich nicht, italienische Schönheit. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal habe ich das bei gewissen Marken, bei gewissen Schminkies, bei Charlotte Tilbury habe ich das ja zum Beispiel auch gesagt. Ne? Man hat dieses ein Hauch von und so fühle ich mich auch, es gefällt mir und ich fühle mich auch hübsch. Doch, so werde ich meinen Abend heute verbringen. Und ich bedanke mich von Herzen bei Cosmetic for Less für die wundervolle Kooperation. Und Leute, ja, ich habe es leider nicht geschafft aufzutrinken. Es ist noch bis hierhin gefüllt. Mist. Asche auf mein Haupt. Wird aber gleich, wenn ich hier aufräume, auf jeden Fall leer gemacht werden. Denn ich war eben so fokussiert in die Mascara, in den Augenlook und so weiter, dass ich das Trinken vollkommen vergessen habe. Man sollte aber definitiv mehr daran denken. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!